Hunderte von bekannten Planeten, die Sterne außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen, stehen bald unter Beobachtung von CHEOPS, einem Weltraumteleskop, das Wissenschaftler in der Schweiz entwickelt haben. Alors, CHEOPS va mesurer la taille de planètes qui orbitent des étoiles autres que le Soleil, par ce qu'on appelle la méthode des transits. Donc, CHEOPS sert à déterminer le rayon d'une planète qui orbite une étoile. Das ist das CHEOPS-Teleskop in einem Rheinraum an der Universität Bern. Hier wurde es zusammengebaut, getestet und geeicht. Dazu wurden in einer Vakuumkammer Weltraumbedingungen simuliert. Das Instrument besitzt zwei Spiegel, einen CCD-Detektor als Kamera und eine Abschirmung, die vor Streulicht schützt. Mit CHEOPS werden wir sehr kleine Lichtvariationen messen im Parts per Million-Bereich, also Parts per Millionen-Bereich. Und das hat zwei grosse Schwierigkeiten gegeben, um das zu messen. Und zwar einerseits müssen wir den Detektor und die Elektronik sehr stabil haben, um so genau zu messen. Und andererseits haben wir immer extrem rein müssen arbeiten. Das heisst, wir haben keine Partikelwellen auf dem Spiegel oder innerhalb des Teleskops. Wegen dem mussten wir die ganze Zeit in sehr strikten Reinräumen arbeiten. Das waren die zwei grossen Challenges, die wir hatten, sicher bei CHEOPS. CHEOPS misst die winzige Helligkeitsabnahme eines Sterns, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht. Je nach Größe des Planeten nimmt die Intensität des Sternenlichts mehr oder weniger ab. So lässt sich der Durchmesser des Planeten bestimmen. Mit Beobachtungen von Observatorien auf der Erde kann die Masse des Planeten ermittelt werden. La combinación de la masa y el radio del planeta nos permite saber cuál es la densidad media y eso nos apunta directamente a la composición. Así que eso es el primer paso hacia lo que llamamos la caracterización de un planeta, conocer su composición y luego poder estudiar cómo es que se formó. Das CHEOPS-Wissenschaftlerteam wählt derzeit Zielplaneten aus, die sich am besten für weitere Studien eignen. Andere Forscher reichen ebenfalls Vorschläge zur Nutzung des Instruments ein. Sobald das Teleskop in Betrieb ist, kann eine neue Ära von Entdeckungen beginnen.